Liebe Leute, willkommen zurück zu Southern Storm. Wir wurden von Panzern angegangen hier oben, konnten sie direkt mal abwehren. Das ist natürlich interessant. Ich hatte eigentlich gehofft, hier vorstoßen zu können. Das wird aber dann vorerst nicht passieren. Stattdessen möchte ich bitte... Tja, oder jetzt ist die Frage... man kann bis zu 6 Wegpunkte geben. Die als Gruppe vorzubewegen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Die stecken jetzt hier natürlich gewissermaßen fest. Ich werde euch vorschicken und ihr sollt das halten, bitte. Grabt euch da ein. Dann könnten wir hier vielleicht, was ist denn hier für Deckung? 70% immerhin. Naja, dann machen wir das aber mal. Und zwar Hold, auch eingraben bitte. Leicht erhöht können wir vielleicht unsere Raketen hier rüber schießen. Und jetzt ist die Frage, ob wir mit dem dritten Zug nochmal wieder ein Level höher gehen. Oder sie erstmal hier in Reserve belassen. Ich würde sagen, wir belassen in Reserve. Was aber viel relevanter ist, ist, dass die Scouts jetzt mal vorrücken. Und da würde ich fast sagen... Hasty. Und zwar Trebegast hierhin. Und ja, hier ist offenes Gelände. Ich weiß ja nicht. Am liebsten hätte ich sie hier. Und zwar Defend 9 Screen, weil ihr Scout seid. Und dann werden wir die Panzer hinterher schieben mit einer normalen Bewegung. Ach, schaut mal, sie benutzen nicht mal die Brücke, die Knilche. Die Panzer. Panzer hätte ich gerne da. Das sollt ihr bitte verteidigen. Das Hauptquartier steht bereit. Die Mörser sind hier. Wie läuft's? Ja, bisher läuft nicht ganz so viel. Wir sind auf Panzer hier gestoßen, beziehungsweise die Panzer sind auf uns gestoßen, muss man sagen. Die bleiben da sitzen. Die werden sich jetzt hier reinbegeben. Die Frage ist, wie weit... nach da. Screenen bitte. Die hätte ich gerne ganz oben stationiert. Wobei, wartet mal, nicht ganz so weit. Sie sollen einfach nur dahin. Und screenen. Ja, screenen ist okay, weil das, wie gesagt, die Aufklärungszüge sind. So, und jetzt hatte ich den Wagenplan, nach Neuenmark vorzustoßen. Das könnte sich als selbstmörderisch beweisen. Frage ist, wohin? Dahin. Wir gehen erstmal nur hierhin. Und das sollt ihr bitte screenen. Dann habe ich jetzt doch allen Einheiten, denen ich Befehle geben wollte und das verschlafen habe, Befehle gegeben, denke ich. Und dann können wir in den nächsten Command Cycle gehen. Oder die nächste Turn Resolution, besser gesagt. Tja, ich meine, die Aufklärer sind sehr konservativ gesetzt hier hinten, aber ich, ja, wenn die vorne zerstört werden, ist es schon ganz gut, wenn wir nochmal irgendwie eine in Reserve haben. So, die sind allesamt jetzt hier aufgestiegen, auf ihre Fahrzeuge natürlich, auf die Bradleys in dem Fall hier, und werden jetzt da losfahren. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich gehe ein bisschen näher ran und drücke den magischen Knopf. Ah, wir haben Kampfpanzer gespottet.
Was ist das? Wir wissen es nicht. Und die, unsere Speer werden jetzt da reinfahren. Also sie wurden direkt von denen angegriffen. Das ist natürlich... Haben sie sich mal direkt zu erkennen gegeben? Ist das zu laut mit dem Sound? Sag gerne mal Bescheid. No, the Panzergrenadiers. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil sie jetzt einen Bewegungsbefehl hatten, ne? Und wir sie halt nicht frühzeitig aufgeklärt haben. Hä? Die werden doch wohl im Wald sitzen da und ihre Raketen abfeuern. Ja, geht doch. Geht doch. Aber wir haben schon einen Zug komplett verloren. Jetzt. Ich glaube nicht, dass die aufgesessen waren. Sah nicht so aus. Dann müsste ja das, das Fahrzeugsymbol zu sehen sein. Das ist hier nicht der Fall. Oh, das Hauptquartier wird sich zurückziehen müssen. Die müssen sich alles zurückziehen. Was mit der Artillerie? Ineffektive Mörserreichweite müsste doch bis dahin reichen, oder nicht? Wollen wir gleich mal gucken. Ja, die haben jetzt ein großes Problem. Da müssen wir den Befehl sofort abbrechen. Ah, sehr schön. Effektive Feindbekämpfung entlang der Bundesstraße. Kann sein, dass der Gegner hier Overstacking jetzt bekommt. Das bedeutet, dass er einfach zu viele Panzer auf demselben Fleck massiert hat und dadurch Abzüge bekommt natürlich. Oh, jetzt stoßen sie hier hoch, wo wir eigentlich hin wollten. Zumindest mit... Ach ne, wir wollten da unten noch das jetzt. Ja, okay, okay, okay. Ja, massive Panzerfestes, wie es angekündigt war, ne? Oh, unsere armen Aufklärungspanzer. No! Die Dämmerung setzt ein. Kurz vor 9. Ja, keine Chance hier. Dann habe ich die ganze Kompanie hier verloren. Ups. Ja, jetzt schießt der Mörser irgendwo da hinten. Warum bewegt sich das Hauptquartier? Hallo? Was ist mit euch denn los? Eigeninitiativbewegung. Und damit haben wir die Aufklärer verloren. Ich meine, man sieht es hier ja an den Symbolen. Wir haben einige Kampfpanzer hier ausgeschaltet, aber wir haben zwei Aufklärungszüge und einen Aufklärungspanzerzug verloren. Oder ein Panzerzug der Aufklärungsgruppe. Und die Angaben sind natürlich auch also ungenau, ja. Es sind nicht exakt. Wir können das nicht unbedingt genau erkennen, wie viele Fahrzeuge da noch aktiv sind. Holy smokes. Mir ist nicht ganz klar, warum das Hauptquartier jetzt da hochgezogen ist, aber vielleicht wollten sie auch ein bisschen was vom Spektakel sehen.
Eine flankierende Stellung wäre vielleicht besser gewesen. Ja, ich hätte gedacht, dass diese gesamte Kompanie hier war gedacht als Flankierung. Unsere Aufklärung hat gesagt, dass der Feind hier vorstößt. Dass natürlich direkt hier, weiß ich nicht, ganzes Bataillon entlang von Köthnitz hier übersetzt und entlang des Weißen Main vorstößt, war nicht bekannt. War nicht bekannt. So, aha, sie konnten nicht bis dahin schießen. Naja, gut. Und sie haben eine Fire Mission bekommen, diese Panzer anzugreifen, die sich aber wahrscheinlich weiter bewegen werden. Minen gibt's leider nicht, nein. Minen gibt's nicht. Also, den Befehl wollen wir mal abbrechen, liebe Freunde. Und das Hexfeld, auf dem ihr sitzt, hat 10% Deckung. Ja, das ist ja schon mal ganz großer Mist. Bitte geht ins Dorf zurück und haltet es um jeden Preis. Die bleiben da sitzen. Die Panzergrenadiere können die beschießen, ja. Gut, das Hauptquartier ist natürlich jetzt in a bad spot, wie man so schön sagt. Allerdings wird's dunkel. Das hat aber sicherlich auch nur einen mäßigen Effekt, weil der Gegner natürlich auch Infrarot hat. Ja, jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich mit dem Panzer überhaupt noch irgendwie großartig hier weggehen sollte. Das Hauptquartier ist meiner Meinung nach in Gefahr. Das muss weg. Das kann auch da zurückverlegen. Das ist kein Problem. Ja, Screen. Tralala. Diese Panzer, gebe ich denen jetzt gegensätzliche Befehle. Wo sie stehen, haben sie 11% Deckung. Ja, und hier werden sie einfach überrannt, wenn ich sie da hinsetze. Das heißt, ich hätte sie schon ganz gerne dann vielleicht lieber hier im Wald stecken, auf dem Hügel. 88% Deckung. 90, aber das. Neue Befehle. Inwiefern wirkt sich das jetzt auf die Einheit aus? Kann ich das gerade mal sehen? Unit Dashboard. Genau, sie hatten erst die Move Order. Jetzt haben sie die neue Order bekommen. Readiness. Sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Oder das Delay ist bei 5 Minuten aktuell. Scheint noch in Ordnung zu sein. Na gut. Ja, die schleichen sich jetzt da hoch. Die werden dann im Rückraum irgendwie aufklären können, ob da noch was los ist. Frage ist jetzt, soll und kann ich hier noch was ändern? Mit Hold graben sich die Einheiten auch ein. Ja, das ist richtig. Das könnte durchaus sein, genau, dass die, ja, weil die sich bewegt haben, die erste Einheit hier. Wobei die anderen hinten ja nicht mehr, aber hier war auch kaum Deckung noch, oder? 50%. Boah, fast 90. Die standen auf jeden Fall hier hinten. Gut, sie waren aber nicht eingegraben, das ist richtig. Tja, ich konnte leider nicht am Start direkt nach Köthnitz eine Einheit setzen und eingraben lassen. Das wäre natürlich das Beste gewesen. Deswegen musste ich von hier aus dahin fahren. Beziehungsweise der Gegner ist ja zu uns gekommen direkt. Ja, dann hätte ich den Move-Befehl nicht machen sollen. Allerdings hatten sie hier überhaupt keine Deckung. Das ist halt das Problem. Naja. Naja. Wollen wir die Jungs hier sich mal eingraben lassen. Hold, hold, hold. Die haben den Hold-Befehl da bekommen. Die Aufklärer brauchen den nicht. Dann sollte das den Einheiten, die wir noch verfügbar haben, soweit in Ordnung sein. Ja,
Hauptquartiereinheit. Jawohl. So, Mörserbeschuss setzt ein, aber ist verzögert, weil ich da überhaupt noch jemand getroffen hat. Pau, pau, pau. Jo, ich bin da in der kalten Kriegstechnologie auch nicht so hundertprozentig drin, muss ich sagen. Tja, der Beschuss wird da fortgesetzt. Ich denke, da kommen sicherlich nochmal Einheiten nach. Wir können sie natürlich jetzt. Wir sehen da niemanden, wir wissen es nicht. Ja, war sie, war sie. Weiß ich gar nicht, was benutzen die da zu der Zeit? Ist das. Nee, nein, ist das auf jeden Fall noch nicht. Keine Ahnung. Ist der Sound zu laut jetzt? Er ist fast so laut wie meine Stimme. Sag das gerne mal bitte. Was macht das Hauptquartier denn da, hör mal? Was ist denn mit euch? Man muss schon auf die Berichte eurer Einheiten vertrauen. Man muss nicht als Offizier alles selber sehen. Stimme ist zu leise, ja, hab ich mir gedacht. No! Da sind wir noch gerade erst rein. Ja, jetzt kommen noch die Truppentransporter. Mechanized Infantry. Oh, Mörserbeschuss wurde verlegt. Aber es ist duster, wir sehen den Feind nicht mehr. Und die da oben sehen auch nichts. Die sind ein bisschen auf hoffnungslosen Posten da jetzt. Okay, so. Wir werden als erstes mal das Spiel wieder ein bisschen leiser machen. Scrolling und so. Immerhin hat dieses Spiel, und das ist ja schon mal der Wahnsinn, hat dieses Spiel endlich mal Lautstärkeregler. Mach's mal wieder auf 2 runter. Okay, also die Panzerplatzierung hier war optimal. Die haben einiges hier schon weggeholt. Wir können ja vielleicht mal ins Dashboard reingucken. Unit Log. Da sehen wir es noch nicht. Aber sie haben Ammo Alert. Ja, das ist das Problem, ne? 18%
18% Granaten haben sie nur noch dabei. Da können wir später mal in diese Übersicht schauen, wie viel die. Also sie haben einige Claims hier. Wie viel sie ausgeschaltet haben. Die Munition wiederum wird ein Problem werden an der Stelle. Die wird ein Problem werden. Was haben wir denn noch? Licht noch bei 45%. Sicht ist aber immer noch bei 10.000. Ja, bleibt sie ja auch wegen der Infrarottechnologie. Ja, ich würde vielleicht mal die Speer. Wobei sie haben eigentlich Spotting, müssten sie haben hierüber, wenn sich da irgendwas bewegt. Da scheint nichts mehr zu sein. Dann lassen wir sie vielleicht doch lieber sitzen. Und die Panzer, das Hauptquartier macht sich weiter hier selbstständig. Jetzt fahren sie wieder runter vom Hügel. Bitte was? Warum? Was tut ihr? Befehle haben sie jedenfalls keine dafür. Und wie ist es denn eigentlich, wo wir gerade bei der Stimme sind? Ist der Klang in Ordnung? Ich habe das alles hier ja neu aufgesetzt und neu eingestellt. Ein neuer Vorverstärker mit Settings, Kompressor, Bass und so weiter und so fort. Waren die unter Artilleriefeuer? Nö. Waren sie nicht. Waren sie gar nicht. Aber ich denke, wir bleiben so in der Stellung, wie wir sind. Ja, die rauszubewegen ergibt, glaube ich, keinen Sinn, weil sie halt hier von den Kampfpanzern sofort bekämpft werden, wenn sie hier die Brücke überqueren und im Offenen sind ohne Deckung. Von daher werden wir einfach so weitermachen wie gehabt. Der Mörser kann auch dahin schießen. Ja, wie gesagt, effektive Reichweite ist nur 3250 Meter, aber ich will sie jetzt auch nicht hier rüber verlegen oder so, wenn der Gegner hier runter drückt. Muss das nicht sein. Stand-off-Range, das kann aber auch nicht sein hier hinten. Die saßen in Waldau, die haben doch nicht. Stand-off-Range ist wie viel Hexfelder? Die werden doch nicht hier, wenn sie da hinten irgendwo jemanden sehen, sich hier verpieseln oder was? Oder meinst du, sie wollen. Aber warum sind sie dann auf den Hügel gezogen? Dann wären sie doch direkt hinter den Hügel gegangen, oder nicht? Falls die KI sowas berücksichtigen kann. So, ich denke, es gibt eigentlich keine Befehle, die wir großartig geben müssten. Blick auf die Uhr sagt mir aber, dass ich den roten Knopf drücken muss. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut.